Jetzt begrüßen wir den Ministerpräsidenten auf der Bühne. Einen schönen guten Tag. Geniales Saarland, Empower Science. 50 Jahre hat Saarbrücken drauf gewartet und jetzt ist es endlich so. Wir feiern 50 Jahre Zugehörigkeit zu Deutschland. Wir feiern Innovation im Saarland. Wir haben Staatssekretär Ege hier vom Wirtschaftsministerium. Und jetzt kommt auch unser Ministerpräsident, Peter Müller. Sie haben sich auch schon Sachen angeguckt. Was sagen Sie zum Saarland, zur Innovationsmeile? Also es ist wahnsinnig, was man hier sieht an neuen Ideen, an kreativen Ideen, an futuristischen Dingen, aber auch an Dingen, die schon unheimlich praxisnah sind, die einsetzbar sind. Das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Energieeinsparung, das Thema, wie kann ich dafür sorgen, weniger CO2 zu emittieren. Da gibt es viele auch sehr praktische Anregungen, die jeder für sich umsetzen kann. Und es gibt visionäre Dinge. Also das ist sehr vielgestaltig, sehr interessant, sehr toll. Und es zeigt, dieses Land ist ein einfallsreiches Land. Also wir haben ein innovatives Saarland, aber jetzt muss man es auch verstehen und deswegen haben wir die Dinge aufgebaut. Staatssekretär Ege führt uns jetzt ein kleines wissenschaftliches Experiment vor. Jetzt wollen wir als nächstes diese kleine Büroklammer uns angucken. Das ist ein Teil eines Versuchsbaukastens, den wir den Schulen in diesem Jahr noch zur Verfügung stellen werden. Ein Versuchsbaukasten, mit dem man mal in wenigen Minuten begreifen kann, was ist eigentlich Nanotechnologie. Na, und ich wäre froh, wenn mir der Ministerpräsident ein bisschen helfen würde. Sie sehen diese Büroklammer, na, wenn wir hier ein bisschen gucken, sehr, sehr klein, aber jeder weiß, wie sowas aussieht. Und diese Büroklammer ist nicht eine, die wir normalerweise am Schreibtisch haben, sondern die ist aus einer Nickel-Titan-Legierung. Wieso haben wir die mit dabei? Weil wir Ihnen heute erklären wollen, was ist Nanotechnologie. So, und jetzt bitte ich den Ministerpräsidenten, diese Büroklammer einmal zu verformen. Also in Unordnung richtig bringen. Richtig schön quasi. In Unordnung bringen, aber kein Knoten, wenn es geht. Das, was ich täglich mache. Gut. Also normal kann man das Ding in Mülleimer schmeißen. Ne? Weiß jeder, versteht jeder. Und jetzt will ich Ihnen zeigen, was Nanotechnologie ist. Nanotechnologie ist, wenn sich Metall merken kann, wie es ausgesehen hat, bevor es wieder verformt wurde. So. Darf ich nochmal um Unterstützung bitten? Wir brauchen Feuer. Wir brauchen Feuer. Wir brauchen Wärme, etwas Hitze. Funktioniert das auch? Wir halten jetzt die Büroklammer über die Flamme, ne? Nicht in die Flamme, über die Flamme, sodass es warm ist. Ne? Und wir sehen so ganz langsam, ne? Ist gut verbogen worden. Ich hoffe, der Daumen hält es noch aus. Jawohl. Ja. Und die Büroklammer sieht wieder so aus wie vorher. So, das ist Nanotechnologie. Das habe ich jetzt nicht selbst erfunden, das kommt hier aus diesem Zelt, das sind Leute, die verstehen, wie sowas geht. Und sowas wird im Saarland gemacht, das wissen die allerwenigsten. Wozu kann man jetzt sowas gebrauchen? Das ist die wichtige Frage. Nanotechnologie ist ja ein Wirtschaftszweig, der hier inzwischen fast 1000 Leute beschäftigt. Also schon ein richtiges Pfund, mit dem man wuchern kann. Und wir wollen jetzt überlegen, was kann man damit machen. Also, jeder von Ihnen hat schon mal gehört, wenn man so Arterienprobleme hat, das Risiko des Herzinfarkts, was braucht man dann? Einen sogenannten Stent. Na, das ist so ein kleines Röhrchen, das kommt in eine Ader, in eine Arterie. Eine schwierige Operation. Wenn wir uns jetzt überlegen, wir machen aus diesem Material ein kleines Netz, na, und das merkt sich, wie es ausgesehen hat, sodass es in der Ader auch funktionieren kann. Und es wird ganz zusammengedrückt durch eine einfache Operation eingeführt und dann kommt Wärme, wird Wärme angelegt. Nein, natürlich nicht mit dem Feuerzeug, ist klar, sonst verbrennt man sich ja, sondern mit einer Wärmefläche, dann dehnt es sich aus, die Operation ist erledigt und sowas wird im Saarland gemacht. Und jetzt kommt der Clou, Sie werden sagen, man kann ja nicht einfach Metall in den Körper einführen. Sage ich, stimmt, haben Sie recht, da muss ja noch eine Beschichtung drauf, damit es nicht abgestoßen wird, sondern akzeptiert wird. Die Beschichtung da hinten kommt beispielsweise von der Firma Sarastro, die machen sowas, damit dieses Metall dann im Körper akzeptiert wird. Wieder was, was im Saarland zur Innovation beiträgt, große Märkte inzwischen bedient und Ihnen klar macht, was hier passieren kann an einem einfachen Beispiel, dass Sie sich mitnehmen dürfen. Welchem Kind über 8 Jahren dürfen wir das jetzt überreichen? Da ist eine junge Dame. Und den anderen, Herr Ministerpräsident, werden wir in diesem Jahr noch diese Versuchskoffer über die Schulen zur Verfügung stellen, damit das die Kinder heute lernen können. Weil es wäre ja schlimm, wenn in 10 Jahren, wenn die Branche weiter gewachsen ist,
die jungen Leute in ihren Köpfen nicht die Ideen hätten, um den richtigen Beruf auszuwählen. Also dann haben wir so gesehen die Nano-Toolbox. Das ist eine Bildungserfindung für die Schulen im Saarland, dass man in die Schulen hineinbringt, Experimente, da ist auch dieses Memory-Metall ist dabei, dass man in die Schulen hineinbringt, Anschauungsmaterial, weil es bringt überhaupt nichts, dass man möglicherweise in der Zeitung mal gelesen hat, Nanotechnologie, man muss es in die Schulen hineintragen, dass die Schüler direkt Spaß daran haben. Und an wen kann man sich jetzt, also jetzt bin ich wäre jetzt Schüler, ich würde meinem Lehrer sagen, also ich habe da was gehört, das brauchen wir in der Schule, an wen kann man sich wenden, geht man dann direkt zu Herrn Schreier oder zu Frau Reichsrat oder geht man zu Herrn Rauber, geh ich zum Ministerpräsidenten, wo kriege ich die Nano-Toolbox? Also normalerweise läuft das so, wenn Sie zum Ministerpräsidenten gehen, dann fragt er den Herrn Schreier, der fragt seine Staatssekretärin, die kommt vielleicht auf mich zu und ich sage, gehen Sie da drüben zum Nano-Bionet, das ist der Verein, bei dem er diese Sache besorgen kann. Vielen Dank, also Nano-Bionet. Wir sprechen bei so einem Feiertag über Geld. Einer wird bezahlen. So, jetzt haben wir noch ein wenig Zeit, aber dann treffen wir uns bei der Parade ja schon wieder. Ja? Also Parade, wann fängt die Parade an? Also die Parade geht los um 14.30 Uhr und das wird sicherlich eine tolle Geschichte. Da wird man historische Aspekte des Saarlands sehen, aber auch Zukunft sehen. Hier sehen wir ja Zukunft des Saarlandes. Und ich will vielleicht bei der Gelegenheit mal sagen, wir Saarländer wissen ja oft nicht, wie gut wir sind. Hier steht der Professor Walster. Der Professor Walster ist der Chef des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz hier in Saarbrücken. Der Professor Walster ist ein weltweit anerkannter Forscher. Er ist Mitglied im Nobelpreiskomitee. Ist jemand, den man überall auf der Welt wissenschaftlich kennt und schätzt. Und wo arbeitet der, wo forscht der? Bei uns im Saarland. Der Professor Walster. Der Professor Walster hat Angebote gehabt, wegzugehen. Angebote, die unter anderem dazu geführt hätten, dass er viel mehr Geld verdient hätte, als wir es ihm im Saarland bezahlen können. Und was hat er gemacht? Er ist bei uns geblieben. Er ist im Saarland geblieben, weil er sich hier wohlfühlt. Wenn das nicht für unser Land spricht, dann weiß ich es nicht. Und vielleicht, Herr Walster, können Sie ja drei Sätze sagen, warum Sie so gerne hier sind. Ja, ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt ist, dass im Saarland, wie wir so sagen, die Wege extrem kurz sind, dass man, wenn man gute Ideen hat, sie auch wirklich nicht... dass man sie durchsetzen kann, dass man mit der Politik, mit sehr guten Studenten, mit einem tollen Team hier zusammenarbeiten kann. Und ich glaube, das ist eigentlich das Entscheidende auch für einen Wissenschaftler, dass er gestalten kann. Und das Geld, die Wissenschaft ist auch ein ganz starkes Stück Idealismus dabei. Und wenn man die Freiheit hat, etwas zu gestalten und dann sieht, dass es auch Früchte trägt, das macht eben Spaß. Und das ist hier im Saarland ganz besonders gut gestaltbar. Ich glaube auch, dass die Innovationsstrategie, die jetzt ja schon in zweiter Auflage demnächst kommt, dazu beigetragen hat, wirklich auf ausgewählten Teilgebieten, wir sehen es ja hier, das Saarland wirklich an die Spitze zu treiben. Und nicht zuletzt, das will ich gerade noch ergänzen, sind wir ja auch auf der Bundesebene mit dem Kollegen Scheer und mir eigentlich die beiden wesentlichen Innovationsberater, bei mir in der Forschungsunion für IKT und Herr Scheer sogar ganz allgemein im Innovationsbereich. Also das Saarland ist für seine Größe weit überproportional in Sachen Innovation auch auf Bundesebene unterwegs und das macht einem auch stolz und macht dann auch etwas Spaß. So, jetzt haben wir... Oh. Also Saarland ist klein, Informationstechnologie ist wichtig, da gibt es einen Bundesverband für Information und Kommunikation und neue Medien und dieser Bundesverband Bitkom. Da ist Professor Scheer seit sechs Wochen ist er der Präsident des Bitkom und das ist gut für das Saarland, weil unsere Wege in die Ohren der Großen werden dadurch noch kürzer und wir können noch mehr Leute ins Saarland holen, wir können noch mehr Innovationen rausbringen aus dem Saarland. Und dann steht hier immer Empower Science,
Empower Science, Empower Saarland, das reicht nicht, Empower Deutschland. Wenn Sie das kennenlernen wollen, Empower Deutschland, gibt es eine Veranstaltung. Hier hinten ist die Anmeldung direkt drin, ist alles direkt drin. 13. November können Sie in die Kongresshalle kommen, melden Sie sich an und dann wird die Innovationsstrategie vorgestellt. Wir werden schöne Sprecher haben. Unser Ministerpräsident Peter Müller, vielen Dank, dass Sie da waren. Danke.